Da können wir ja jetzt so richtig viel machen, gell? Und das habe ich nicht gedacht jetzt, gell? Was? Das passt halt eigentlich. Weil das ja. Ich glaube, hier oben ist das auch nicht, da gar nicht. Das ist jetzt also. Die anderen sind ja auch nicht gerade. Immer gleich machen, ja. Man muss dann ständig spielen. Was könnte sich denn da gut einfügen, das? Das ist gar nicht schlecht. Old Fusion. Packt man, muss ich. AKS? Oder kommt das irgendwo hier größer? Ich glaube, das kann man ja noch größer machen. Auch nicht so schlecht. PL Audio. Elwood. Ja, komm. Die Dicke Color kann man verändern, vielleicht machen wir das im Nachhinein. Lassen wir es einmal so. Schaut so cool aus, aber die haben wir nicht drauf. Aber dann machen wir halt nur Werbung ne, für den Ersteller. Ne? Das ist auch nicht schlecht. Genau, HKS. Letzte wird. Dickes oder zwei?
Und das war. Irgendwas könnte man da herbiegen. Schaut da rein. Schaut ziemlich ab. Ziemliche Plätschen, ne? Was schaut dann, was macht sie da gut? Aber irgendwie, tja, wie bändst dick, oder? Kommt Export, das. Nicht schier, aber irgendwie, das ist. Ja, schau, der Headhacker, Entschuldigung, der Headhacker ist sehr nicht her, entschuldigt. Oder wir könnten es, wenn wir uns da nicht so, pass auf, wenn wir da nicht so eine Riesengeschichte aufhaben wollen, könnten wir auch das machen. Oder ist das, oh, ich war das genau, schau, dann ist das nicht so ein riesiger. Riesiger Brocken. Und da gefällt mir das sehr gut. Dann kommt der Sport. Irre. Da schaut das Japan-Tuning an. Und auf der Scheibensteher. Wieder. Das ist geil. Ja, irgendwie leider ein Powerspot. Wir sehen das dann Tankstutzen da, ja? Evo. Evo ist nicht schlecht auch. Das ist, dauert alles ein bisschen. Ein bisschen zu blöd. Wird man. Das passt halt ein bisschen zum Japan-Style, der Vierer da in dem weißen Kastel. Auch schön. Ein bisschen dezent. Okay. Haben, aber das haben wir auf der Scheibe. Recht? Danke, wie cool. Das war's ja schon wieder. Das ist ein bisschen ein fürs Los jetzt auf das Ohr. Na, das nehmen wir jetzt das letzte natürlich. Da haben wir uns jetzt alle anschauen müssen, ne? Ist auch geil. Na geh bitte, da hat man immer nichts gefunden. Was mit der Skorpion? Ein Aufhörer. Den Power. Power Slot nehmen wir jetzt so, bitte. Ah, welchen Slot haben wir das eh auf den Karten, ne? Ah, 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 nein. Oh, zwei, na, eins haben wir, ne? Ey, da bist du deppert. Hands. Guck mal schon, das ist das biegt vielleicht weit hin. Können wir noch was draufhauen?
Der wird richtig abbiegt, so wie es halt war. Dann war der bloß ein schlankerer Abschluss. Da wieder zwei Kreiseln. Sorry, zwei Kreiseln nehmen wir nicht. Wo war das jetzt? Ein Sportes hat. Du bist schon wieder zu einfallslos. Da passt es jetzt gescheit hin. Besser. Kommt der Sport so aus? Aber nicht schier, ne? Hoppala. Okay, Abfallung. Da bauen wir uns aber irgendwas eigen. Sieht mir nicht so gut auf dem Arena, dass es so viel waren. Ist wieder alles. Die Frage, mit was für einer Farbe machen wir das? Genau, Köfter. Da könnte man Red Bull Design machen. Wie geil will ich es auch sein.
da irgendwie nicht. Ja, und den Roboter vielleicht. Aber es ist immer ja. Schaut arg aus irgendwie, aber. Rote Neons dazu. Vielleicht ein bisschen dunkler. Nicht schlecht. Oder sollten wir das Wagel in der Farbe machen und das da oben schmieren? Ich glaube, es schaut noch geil aus. So, und wie ist das schon? Das ist gleich ein Browser, oder? Genau, da könnte ich das auch noch machen. Paintbits. So. Alles war zu. Ich weiß nicht, das Rot gibt es da nicht. Vielleicht nicht mehr. Was das ist? Schaut aber schon irgendwie besser aus, oder? Pass auf, jetzt sind wir metallic. Ist vielleicht so in diesen leicht matten, ha? Kann man auch ruhig das nehmen, da braucht man nicht zum dunkleren gehen, ne? Oh! Oh ja! Das Dunkle! Danke, ist gekauft. Wo immer. Brauche ich gleich mal nicht großartig jetzt schauen. Das lassen wir dabei. Die Glücksspringer sind dadurch nämlich auch rot, weil das Wagel rot ist. Somit haben wir das gleich erledigt. Jetzt können wir uns dann was auch überlegen wegen der Felgenfarbe. Boiler lassen wir rot. Achso, ich sind da die Felgen, gell? Was ist? Womit getan? Okay, das ist. Schwarz, aber irgendwie ist es bloß fad, oder? Schaut arg aus, aber da sind das. Nein. Da kriegt man den nicht halbwegs. Was? Das ist doch blöd, oder? So, oder? Original. Hast du mit dem Blau nicht dazu, oder? Das ist so schön. Ich möchte schon silberne Felgen haben. Die Breaks machen wir natürlich jetzt auch. So, das war das. Könnte da noch eine Dörrung rein. Schlimm eigentlich die Vinyl. Da war es ja. Adeppen.
Jetzt muss ich nämlich den Boden legen. Auch nicht mehr. So. Jetzt hat er dann alles drin, das müssen wir dann auch herrichten. Obwohl, wir sollten vielleicht früher erinnern, damit er, dass wir mal wissen, wie wir da. Jo! Hast schon in die X7? Ja klar, Alter. Schau da da. Sieht nicht geil aus. Das ist rot, ne? Ja, böser Kontrast eigentlich so, aber das ist vielleicht dann da ja wieder. Gold passt auch. Also das ist jetzt diese ganze Pulsiererei. Gell? Da bist du massiv nervös. Oh, das hat schon. Passt halt zum Wagen. Was ist das Rote? Nehmen wir. X. Oh, das ist geil. Ja, kurz dauert es, Leute. Na, das ist zu übertrieben. Obwohl das auch rot ist, ist nicht ein bisschen zu viel. Machen wir das. Jetzt haben wir schon langsam unser. Ja. Jetzt haben wir schon langsam unseren Eric 7 da stehen. Da werden wir gleich mal dahinter zu dem Rennen fahren, aber früher glaube ich. Lang wird es eh nicht mehr, weil ich muss aufstehen. Aber morgen werde ich wieder zu. Und auf alle Fälle muss ich jetzt auch. Opa! Jetzt können wir uns nämlich dann auch die Cover holen. Und bevor das Rennen startet. Sehr schön. Jetzt bin ich gespannt, wie wir es tun mit dem. Müssen wir dann wahrscheinlich abstimmen, das Auto. Jetzt ist er schon, jetzt schaut er schon probiert. Jetzt haben wir endlich ein Tuner-Auto. Danke fürs Auto. Ich habe auch noch nicht einen Drift gemacht, aber das ist jetzt auch beim ersten Anlauf hat es funktioniert. Die Punkte ist mir jetzt wurscht. Also,
Dann sollte mal weniger Punkte, ne? Aber für den Magazin. Magazine sind jetzt wieder vor uns. Jetzt haben wir ein schönes Auto zum Präsentieren und das wollen wir natürlich jetzt machen. Aber bevor wir so die Fahrerei ins Auto tun, werden wir kurz das Auto abstimmen. Und zwar, glaube ich, jumpen in die Garage. Gehen wir mal zum lieben Freund und werden wir mal das Auto auf die Rolle schmeißen und schauen wir mal, was das so spricht. Every track has specific layouts to really push your car. Jetzt sind wir so schön grob, die Vögel. Schaut lustigerweise in der Lackiererei, schaut die so aus. Throw your ride on the dyno and run it on the test track to make sure it's wired tight. Sieht mal bis 10.000 Euro, oder? Von der Drehorgel, das Ding, ne? Wankelmotor. Und die unten gingen ja noch höher. Gingen ja auf bis zu 13.000 auf. 13,5. Yo, it's like this. Suspension controls how you ride reacts to changes in terrain. Das ist ja, da kann man den nicht stumm schalten. Sideways forces like cornering. The suspension components work like a team and must be tuned together for them to work properly. A general tuning guideline is to adjust your sway bars, then your shocks, followed by your springs. Machen wir weicher ein bisschen fahren, dass wir schön die Kurven. Competition's gonna be coming at you strong, so you're gonna want to adjust your acceleration and top speed. Modify your tranny's final drive ratio to get you popping off real. Yeah. Hey, yo, man, you want to cut through the air quicker and grip the road tighter, right? The faster you go, the more front and rear downforce will be created. That downforce of air equals more grip, because your ride's getting pushed down onto the road. Yeah, you heard it right. Yeah. Try it out and see. Your ride's grip and stopping power can be gauged by the clock. Yo, listen here. Your electronic control unit regulates air and fuel mixtures to your engine timing. Remapping the ECU gives you the ability to fine-tune engine power at each RPM and squeeze some serious power out of your ride. Know what I'm saying? Ja, wissen wir. Das ist jetzt für alles, gell? Das sage ich euch noch immer. Also, you're in the right place now, bro. Jetzt noch mehr erwähnt haben, Turbo slam more air into your engine. More air equals more power. So get crazy and adjust the power. Mit der anderen Disziplin müssen wir das auch machen. I told you, this is wenn wir da trifft, aber machen Spaß, aber da geht's uns gar nichts. Ja, das ist jetzt. Hier herum. Ab 3 aufwärts fängt erst zum einen Blasen an. Ja, ist jetzt so. Nitrous oxide. Yeah, oh my god. Yeah. This year bottled up nitrous gas gives your ride a temporary boost of power when the cool gas is ejected into your engine. Tune it up, bro. Der braucht dann tote Bauern, aber das Drama halt aus bis zum geht nicht. Kurve genauso, der muss oben. Weil sonst das da unten nicht da. Bei dem ist es da jetzt wirklich gut. Ja,
Ja, das kann mich gut erinnern, das war immer mühsam. Bis es am Arsch gegangen, wenn da wo noch so ein kleines blaues Zipferl ist, was nicht hingehört. Litro auf Zeit oder auf Druck? Das so. Voll. Ja, würde. Trifft. Schauen wir mal, wie es so jetzt geht. Ja, vielleicht haben wir da so. Jetzt übertreiben. Na genau, das ist da ganz oben werden wir nicht viel fahren, glaube ich. Ne? Vielleicht nicht schlecht, wenn da schon eine blast. Turbo, glaube ich, sollte da. Vielleicht da schon ein bisschen eine Pumpe anfangen. Ab von 2 bis 3 schon. 3 bis 4 dann noch mehr. Da halten wir uns. Gleich bald haben wir Street X noch. Sehr verschwiegen, gell? Vielleicht ich konzentriere mich da, dass ich da nicht so lange brauche. Hätte nicht anders.
Oder echt das Zählen? Bin vielleicht verwirrt, weil da uns nicht mehr voll quasselt, der Lustige. Ernsthaft. Alter, bist du eh ärgern. Oder ist da nicht drin? Ja, auf